nicht kleiner. Nach 10 Spielminuten der erste Auftritt von Lukas Podolski. Links angenommen, mit dem schwächeren Rechten abgezogen. Und im Nachschuss Christian Clemens gegen Roman Weidenfeller. Unter der Woche mit deutlicher Kritik gegenüber den Verantwortlichen des 1. FC Köln. Gestern dann ein insgesamt starker Auftritt von Lukas Podolski. Ein abwechslungsreiches, hochinteressantes Spiel. Köln kampfstark, Dortmund spielerisch besser. Immer noch Kombination sicherer, aber die Mannschaft von Jürgen Klopp kam jetzt seltener zum zwingenden Abschluss. Die Schlussphase mit Novakovic und Chihi, noch zwei Kölner Stürmer mehr auf dem Platz. Aber der Ausgleich, den erzielte Lukas Podolski. Und wie der Gruß an die Fans, eine bemerkenswerte Reaktion auf den großen Druck, den er sich selbst auferlegt hatte durch sein kritisches Interview, sein starker linker Fuß und sein starkes Plädoyer für den Trainer. Wie ich schon im Interview gesagt habe, der Trainer hat einen einwandfreien Charakter, ist ein super Typ und wir auf dem Platz müssen halt auch mal die geforderten Siege. Vorausgegangen ein Foul von Podolski an Şahin, dann die Erinnerung von Podolski an das Ergebnis aus dem Länderspiel und im Anschluss der platzierte Jubel von Şahin. Ja, ist passiert und ist für uns beide gegessen und wir haben uns nochmal die Hand gegeben und er hat sich entschuldigt bei mir dafür und ich habe mich auch dafür entschuldigt.